Moinsen und herzlich willkommen zur mittlerweile schon dritten Folge von Mini Motor Ways, dem Knobel- und Bastelspiel des neuen Jahrtausends. Ja, wie gesagt, und es ist mein First Try. Ich habe noch nie Mini Motor Ways gespielt. Ich habe ein paar Videos von Hydrophil Plays gesehen, also so ein englischer YouTuber, der das macht. So wie, ich bitte um einen kleinen Trommelwirbel, das Pizmeat Video. Und offenbar hat mich das so smart gemacht in diesem Spiel, dass ich klarkomme. Wir haben genug Straßen, wir brauchen Autobahnen. Und was meine ich mit ich komme klar? Damit meine ich, ich komme klar. Also, nichts passiert, you know? Es ist einfach alles ganz gechillt. Das hier könnte gleich zum sehr ungechillten Problem werden. Deswegen bin ich sogar sehr gewieft mittlerweile. Einmal den hier zu machen. Just because, why not? Ja, so. Just because we can. Wo würde ich es gerne haben? Auf dem Feld wäre, glaube ich, ganz. Wir machen auf das Feld. So. Es verschnellert alles nochmal so ein tiny little bit. Ja. Ich hätte es gern so direkt daran connected. Oh ja, das muss gehen. Wie wird der Highway nicht angenommen eigentlich? Wir sterben jetzt nicht ernsthaft deswegen, oder? Sekündchen. Ich will mir gerade ernsthaft weiß machen. Ich sterbe jetzt. An der Stelle deswegen, weil der Highway nicht angenommen wurde. Na gut, ob wir sterben, werden wir noch sehen. Aber die Chance ist relativ hoch, dass wir sterben, in der Tat. Auf einmal geht alles in den Berg unter. Sekunde. Jetzt muss hier gefeinmanaged werden. Wir brauchen jetzt jedes verfügbare Haus. Dich da zum Beispiel brauchen wir dort. Dann ist die große Frage, will ich da einen scheiß Highway haben? Oder sage ich mir, fuck it. Wir kommen ohne Highway aus. Da wäre ein Kreisverkehr gut, in der Tat. Habe ich noch irgendwo einen Kreisverkehr? Ich habe doch irgendwo gerade einen random Kreisverkehr geplaced, den kein Schwein braucht. Wo war das? Sekunde. Brauchen wir den Kreisverkehr da wirklich? Ich würde es fast mit Nein beantworten. Das sieht schlecht aus. So. Machen wir so. Warten ganz kurz und dann kommt der Kreisverkehr dorthin. Warum nicht? Es ist ein bisschen Panik verbinden mittlerweile alles. Das ist klar, das will ich gar nicht abstreiten. Was ich mittlerweile auch... Oh, gelb, perfekt. Hier ist sehr viel Rot gespawnt. Was ist denn da oben? Was soll ich da oben mit dem Rot? Das ist... Fuck. Habe ich eine coole Linie kaputt gemacht? Das habe ich gar nicht gesehen. In meiner Bauwut. Gut, das hier hat sich, beruhigt sich, glaube ich, gerade wieder. Ich glaube, das schaffen wir. Das ist da unten das Problem. Ich brauche den Kreisverkehr. Ohne diesen Scheißkreisverkehr wird das hier nichts. Ne, das würde ich da gern lassen, den Highway. Was soll ich mit dem Grünhaus anfangen? Was soll ich mit dem... Also da oben haben wir mittlerweile eine rote Siedlung. Das ist unfassbar. Aber ich habe kein Highway, um das von da oben nach da unten anzuschließen. Aber ich habe Probleme. Das ist doch auch mal was wert. Perfekt. Wir haben es. Es geht runter. Okay, das beruhigt sich. Das hat sich beruhigt. Das ist noch nicht ganz beruhigt. Komm, weißt du was? Fuck it. Ganz ehrlich. Uns sauft hier gerade alles ab. Wir brauchen jetzt diese zwei Autos. Aber sofort da oben. Auch ohne Kreisverkehr. Jetzt kriege ich den Kreisverkehr. Ach, ich hasse dich. Wieso kann ich ihn da nicht placen? Ach, weil das rote Haus da am Weg ist. Ich kann ihn da eh nicht placen. Einfach nur anschließen. Okay. Hauptsache, wir kriegen jetzt hellblau in den Griff. Ich habe das Gefühl, hellblau ist immer das Problem. Bei egal wem. Was bist du jetzt? Jetzt bist du upgegradet. Willst du mich komplett trollen? Guck mal, das kommt aktuell sehr gut aus. Dann würde ich das grüne Haus noch dort anschließen. Und im Zweifel nehme das. Aber das will ich nicht. Weil das blockiert hier unten schon genug eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Jetzt macht das hier unten Stress auf einmal. Auf einmal geht der Stress los. Ich brauche einen Highway. Ich brauche jetzt einen Highway. Aber sowas von sofort brauche ich einen Highway.
Das heißt, das hier abreißen. Ich guess, das ist ein guter Plan. Wir machen da doch wieder die Straße, wie vorhin schon. Der Highway. Wird von dort nach dort gehen. Dann können die zwei Häuser wieder nach dort liefern. Die Straße werde ich dann sogar auch löschen. Der Highway wird von dort. Wie mache ich denn das am dümmsten? Ja, so in etwa. Ist relativ dumm. Das passt zu mir. Dann kann die Straße jetzt weg. Dann können die Häuser sich um das kümmern. Und hier oben kümmern wir uns um das Problem. Das gefällt mir schon mal besser, eindeutig. Dü-dü-düm heißt, hier geht irgendwas im Bach runter. Hier hat sich was geupdatet. Oh, ich hasse mein Leben. Gut, wir haben genug Dunkelblau da oben. Das ist gechillt. Dunkelblau macht gar keine Probleme. Dunkelblau haben wir auch nur ein einziges. Insofern, das passt. Ja. Alle dunkelblauen Dinger der Welt. Ich hätte Ampel nehmen sollen in dem Fall. Alle dunkelblauen Häuser der Welt müssen sich um ein um zwei Dunkelblau kümmern, aber das passen. Das kriegen wir hin. Dunkelblau ist easy. Ich sehe hier, by the way, gerade, dass wir Hellblau haben. Mit dem Hellblau könnten wir noch was tun, in der Tat. Zum Beispiel es dort verbinden. Ich sage ja nur so. Das gleiche gilt, by the way, für das Hellblau. Weil Hellblau macht aktuell sehr viele Probleme. Und wenn wir hier Hellblau die ganzen Probleme abbauen können, indem wir ein paar einfache Verbindungen schaffen, hätte sich das voll gelohnt. Was machst du? Wo kommst du denn her? Halt, was ist passiert? Da ist ein Gelbes gespawnt. Okay, das Grüne hier macht aktuell gar keine Probleme. Hier können wir das doppelt erlauben. Obwohl, das Gelbe könnten wir auch... Das Rote macht dafür Probleme. Warum... Fahren die ganzen Roten nicht. Wieso fahren denn alle Rote jetzt erst wieder los? Ach, weil ich den Highway um 1 verschoben habe, wurde der ganze Highway erstmal gelöscht quasi? Also ist erstmal nichts gefahren? Und das wird Big Troll an der Stelle. Na gut, wir werden nicht daran sterben. Also es wird knapp hier. Das will ich gar nicht, widersprechen. Aber jetzt kommen die ganzen Autos an. So, da sieht man es. Jetzt kommen Autos über Autos an. Die Problematik hat sich. Okay, wo schaut es woanders aus? Timen wir irgendwo anders? Nein, erstmal nicht. Hellblau hier ist immer kritisch, aber das wird immer kritisch bleiben, wenn ich ehrlich bin. Rot baut sich gerade wieder ab. Das dürfte reichen. Dich sofort anschließen. So. Den da ist halt die Frage, kriegen wir den irgendwie so durchgewurschtelt nach dort? Wäre halt toll. Wäre halt wunderschön, wenn wir den irgendwie so da ranbekommen würden, die zwei Roten. Problem ist halt, hier ist halt der blaue Highway auch noch. Das, auf der anderen Seite ist die Sache... So viel Blau brauchen wir nicht. Das heißt, wir machen jetzt den. Den. Mann, wurschteln wir Rot da jetzt rein, verdammt nochmal. Wenn es hart auf hart kommt, haben wir da noch zwei Notreserven. Die werden ganz als allerletztes benutzt, weil die Häuser einfach am Arsch der Welt sind. Aber wenn es soweit kommt, dass die Häuser genutzt werden müssen, dann sind sie bereit. So. Okay, wir sind schon 8 Minuten. Ich bin bei 3000 Einwohnern. Ich bin gerade ziemlich stolz, muss ich gestehen. Okay, aber so wie es ausschaut, halt, hält sich jetzt alles. Hellblau muckt mal wieder auf. Da auch. Was ist das da? Achso, es hat einfach da geparkt, das Auto, weil why not? Okay, Kumpel, wenn du denkst, dass du da parken willst, dann park da. Ich finde den Spot scheiße. Schön, wenn du das anders siehst. Okay, was ist da passiert? Da ist ein Grünes gespawnt. Göttlich. Das Grüne brauchen wir an der Stelle nebenbei. Weil das ist näher als die Grünen da oben. Spart uns hier Strecke. Okay, Hellblau macht hier echt dicke Probleme gerade. Die ganze Ecke da macht uns gerade dicke Probleme. Ich könnte den Highway nach dort quasi verschieben. Aber ich glaube, damit töte ich mich jetzt hier selbst. Wenn ich den Highway jetzt verschiebe, kill ich mich. Natürlich auch nicht. Wirklich, das Einzigste, was in diesem verballerten Spiel nicht läuft, ist fucking Hellblau. Es ist so abstrus nervig. Das hier oben ist ein Katastrophenhaufen. So kriegen wir den Katastrophenhaufen vielleicht ein bisschen entkatastrophiert. Und das da unten ist genauso ein Quatsch. Also. Meine Güte, ey.
So, dann kriegen wir hier noch ein hellblaues Haus angeschlossen. Wie gesagt, alles hellblau, was wir gerade bekommen können, brauchen wir hier. Hellblau ist gerade Mangelware. Warum fährt hier ein hellblaues Auto lang? Und du sollst da anfahren. Was machst du dort? I don't fucking know. Okay, das macht muckt jetzt auch auf. Das ist jetzt tendenziell richtig verkackt. Das ist tendenziell für mich der Call. Vienna Calling. Wird es da anschließen, damit wir die zwei, genau, damit wir das hier im Zweifel retten. Okay. Was macht jetzt Hellblau? Hellblau staut. Die Autobahn habe ich schlecht platziert. Habe ich denkbar scheiße dort platziert. Jetzt eine Ampel würde mich halt hier vielleicht sogar noch ein bisschen retten. Ich weiß nicht, was für ein bisschen, ob es ein großes bisschen ist oder ein kleines bisschen. Ich nehme die Autobahn sogar noch dazu. Pause. Das, denke ich mal, saved sich. Von alleine. Hoffe ich. Ich bin sehr gewieft, das Haus hier abzuknipsen, damit die einfach fahren können. I guess it's smart. Dann würde ich dieses Haus super gerne dort anschließen, dass das hier irgendwie gesaved wird. Haben wir noch irgendwo hellblaue Häuser? Wir benötigen hellblau. Ich glaube nicht. Wir können auch keine Autobahn hier anfangen lassen, ne? Ne, hier geht nicht. Da würde gehen, aber da ist Troll. Da würde gehen, da ist genauso Troll. Also das ist Quatsch. Was ich machen könnte, ist das jetzt löschen und hoffen, dass hier noch hellblau spawnt. Das ist, glaube ich, aktuell nicht mehr viel, was man tun könnte. Und jetzt geht das Gelb hier bergab. Oh. Oh. Das war falsch. Das war auch falsch. Was machen wir jetzt da? Da bauen wir hier rüber. Wie wichtig ist das Gelb eigentlich? Relativ wichtig schon. Ich mache gerade echt Sachen, die man nicht machen darf. Ne? Ich vermische gerade alles. Ich vermische gerade alle Farben. Es ist eine Vollkatastrophe eigentlich. Sind wir ganz ehrlich, das ist schlecht. Aber ich muss hier handeln und zwar schnell. Jetzt kacken wir da oben das Grüne auch noch ab. Das Grüne hält es auch nicht mehr gut. Was zeitgleich eine Art Call ist dafür, dass man das eigentlich trennen müsste. Ich wüsste aber beim Vibe nicht wie. Doch mit der Autobahn. Mit der Autobahn. Und die schließt hier unten an dann. Dann machen wir das weg. So. Das geht auch daran. Okay. Langsam wird heftig. Langsam wird heftig. Rot ist gechillt. Grün ist mit Ausnahme von da auch gechillt. Aber grün hält sich. Hellblau ist scheiße. Wenn das Haus nicht da wäre, könnte ich halt einen Kreisel einbauen. Das wäre so strong. Aber das Haus ist da. Wie kriegen wir jetzt also hellblau gerettet? Könnten die Kreuzung hier löschen? Könnte es hier noch ein bisschen schneller vorangehen? Ich weiß nicht, ob das noch irgendwas passt, ob das irgendwas verändert, um ehrlich zu sein. Das scheint erstmal zu helfen. Das geht bergab. Das ist gut. Hier sind eigentlich auch gerade viele Autos in Reichweite, was eigentlich helfen sollte. Rot, ja, okay. Wabble Bubble würde ich sagen. Das ist alles so mittelmäßig. Blau kommt erstmal. Und wenn sehe ich aktuell nichts, was ich tun könnte, muss ich gestehen. Ich würde es im Zweifel jetzt laufen und im Zweifel würde ich es jetzt lassen. Im Zweifel ist es durch jetzt. Hier kommt kein Hellblau mehr an. Das wird es gewesen sein. Hier wird es sterben an dem Ding. Am Ende nur, weil ich das nicht connected habe. Die Idee kommt jetzt reichlich spät, gebe ich zu. Vielleicht hilft mir noch was, aber hier staut sich's bis auf den Tod. Hier ist ein gelbes Auto auf einmal drauf auf der Autobahn. Eieieiei. 3500 haben wir immer noch hingekriegt. Das ist was, wo ich sehr stolz drauf bin, muss ich sagen. Jetzt eskaliert hier Rot derbe. Und zwar in einer Form, wo ich sagen würde, Rot ist dead als nächstes. Die machen das nicht mehr lange. Schön, wenn sich das Rot jetzt erholt hat, aber das erholt sich hier nicht. Hier ist komplett Stau.
so arg schlau, dass halt nichts mehr rauskommt, sodass halt quasi auch nichts mehr reinkommt, aber okay, jetzt können wieder ein paar Autos raus, weil jetzt hier erstmal kein Auto ankommt. Das könnte jetzt wieder für eine kurze Zeit was retten, aber sehe ich auch nicht mehr richtig als rettbar ein. Da tickt's gegen die Zeit, da tickt's gegen die Zeit. Wir kriegen aber noch Punkte und Punkte hier gerade. Das ist wunderschön. Gelb hat mittlerweile gar kein Problem mehr. Gelb war am Anfang unser Sorgenkind mit der Ecke und rechts. Und das funktioniert. Grün funktioniert. Okay, dunkelblau mussten wir einmal was fixen und das geht. Rot und hellblau verkacken gerade komplett. Ich wüsste halt aber auch nicht, wie ich rote Sachen besser anschließen könnte. Natürlich könnte ich irgendwie Sachen machen, wie dass ich die Autobahn nach dort lenke. Dann haben wir da kein Problem mehr, aber dann stirbt es halt da hinten. Mit anderen Worten, das ist auch scheiße. Nehmen wir mal an, hellblau hält sich. Wovon ich nicht ausgehe, möchte ich anmerken. Da ist die Frage, was machen wir jetzt mit Rot? Ich würde nochmal versuchen, auf Rot zu planen, in der Tat. Das ist zwar irgendwie arg unlustig. Dass ich jetzt anfange, auf Rot zu gehen wie ein Verrückter, das will ich da gar nicht sehen. Bitte spawn einfach keine Häuser aus. So, warte, da ist irgendwas gespawnt. Hier ist, was ist da hinten gespawnt? Irgendwas ist hier gespawnt. I don't see it. Ist auch egal. Daran scheitert es jetzt. Das ist vorbei. Da kommt kein Auto nach. Doch, es kommt nach, aber zu langsam. Ich habe auch hier die Kreuzung schlecht gebaut. Die Kreuzung ist einfach scheiße. Die Kreuzung ist direkt am ersten Spot. Das Gelbe ist leider zu nah, sodass ich halt hier das nicht richtig hinkriege anders. Und das killt halt an der Stelle. Jetzt fängt der Rote an aufzumucken. Leute, wir haben ein Problem. Fassen wir uns kurz. Huch. Fassen wir uns kurz. Das war's. Frage ist halt wirklich nur noch, ob wir jetzt die 4000 hinkriegen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, wir kriegen mal die 3,8 hin. Ich sehe auch keine Häuser mehr, die man anschließen könnte, groß. Ich sehe einfach nur noch Verkehrschaos. Wir lassen es durchlaufen. Natürlich, ich könnte, bevor jetzt gesagt wird, ich könnte hier irgendwas reparieren. Das weiß ich durchaus. Aber wenn ich jetzt hier eine Autobahn verändere, gibt es noch ein schlimmeres Verkehrschaos, was ich nicht haben will. Also ich könnte halt die Autobahn hier nach dort ziehen. Und den hier machen. Aber es hilft halt nichts. So, weil jetzt die ganzen Autos hier sich so, okay, es hätte sogar vielleicht was geholfen. Aber jetzt ist es zu spät. Bringt es, wieso hab ich habe eine Autobahn gekriegt und sie kommt nicht an. Ja, GG, die Herrschaften. Jetzt tickt selbst das Gelbe da. Wo kommen wir denn da jetzt hin? Es ist unglaublich. Alles tickt, aber alles hält sich irgendwie ganz knapp. Es ist ein richtiger Kampf, aber es geht. Erstaunlicherweise geht es. Ich weiß nicht, wie sich dieses Blaue hier gerade hält. Ich bin zu fasziniert von dem Blauen gerade, um überhaupt irgendwas gerade zu machen, weil ich denke, jede Sekunde, das muss es doch sein, aber es ist es einfach nicht. What the fuck? What the actual fuck passiert da gerade? Hä? Komm, hier noch. Einmal noch ein blaues Auto. Kann helfen. Muss nicht helfen, kann aber helfen. Und wenn es hilft, dann hat sich das gelohnt. Die Kreuzung löschen, damit hier die Autos schneller fahren. Besseren Durchfluss generieren. Gelb hat ein gewaltiges Problem gerade. Weil hier ein gewaltiger Stau ist, weil hier rote Autos langfahren, sich gewaltig verzockt haben. Die müssen in den Kreisverkehr. Ich dachte, die werden nach da geleitet, aber daran leiten wir ja gerade gar nichts. Das ist natürlich dumm gedacht, in der Tat. Ich glaube, jetzt geht Blau tot. Wir müssen die Roten hier wegkriegen. Die Roten kriegen wir weg. Die Roten gehören vor allem zu da oben. Himmel, Herrgott, nochmal. Das Rot hat sie getötet sogar. Selbst wenn wir am Hellblauen sterben sollten, wir werden da oben dran sterben. Wir sterben am Rot. Okay, krass. Mit der Begründung, die roten Autos sind hier stuck. Ich habe hier einmal was Falsches gebaut und das eine, was ich hier falsch gebaut habe, hat's gekillt. Wir kriegen aber die 4000 Punkte hin. Ich bin so stolz, dass wir 4000 hinkriegen. Bitte, bitte 4000. Ich will nur einfach nur noch die 4000 sehen. Yes! Woohoo! Wir sterben da links oben, weil kein Rot mehr da ist. Weißt du was? Es ist in Ordnung. Ich bin zufrieden damit. Der Run war unfassbar. Ich habe First Try 4k Punkte gekriegt und wir sterben am Rot. Wir sterben an Rot. An dem Rot da oben. Weil ich diese eine Straße einmal falsch connect habe, ist Gelb gestaut, dadurch ist Rot nicht mehr gekommen. Am Arsch. Oh Mann.
Hätte ich das ge... Oh, scheiße. Ich hätte niemals gedacht, dass daran liegt, aber 4040, erst eine coole Zahl. Zweitens, first try, was habe ich getan? Oh Gott, ich bin volle Kanne stolz, auch wenn das der Ende mich jetzt ärgert. Ich bin volle Kanne stolz auf mich. Und ich glaube, das kann man sein. Wenn man das first try schafft, ich gehe ganz kurz jetzt auf Steam. Minimetro Spielzeit 15, Spielzeit 80 Minuten. Das hat sich jetzt gerade aktualisiert. Ich habe 80 Minuten auf die Minute in diesem Spiel. Ich bin volle Kanne glücklich. Das war's mit einer wunderschönen Serie von Let's Play Mini Motorways. Ich habe jetzt letzter Minimetro gesagt. Ich weiß, das ist ein klitzekleiner Missgeschick meinerseits. Ich bedanke für mich vielmals fürs Zuschauen. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich bin glücklich. Es ist der 10.8. Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht. Ihr seht das Video allerfrühestens. Ja, komm, Kalender, öffne dich. Komm. Am 19.8. Ich nehme weiter voraus. Habt nur eine wunderschöne gute Zeit. Alter, heute habe ich nebenbei meine Impfung erhalten, meine zweite. Bis dann, habt noch eine wunderschöne Zeit. Tschaußen. Hahaha, es ist alles wunderschön, mein Leben ist wunderbar, tralalalalala.